Die Verbreitung von Nachrichten war sehr schwierig im 15. Jahrhundert. Damals bekam man seine Post nicht so einfach und schon gar nicht schnell. Die Reise, auf die man sich für einen Brief machte, war meist geprägt von umständlichen Wegen. Somit gab es wenige Möglichkeiten, Menschen und anderen Städten und vor allem Ländern Nachrichten zu überbringen. Der ganze Weg musste zu Fuß oder mit dem Pferd gemacht werden. Es konnten sich nur reiche Leute leisten, Post abzuschicken. Dabei wurden bestimmte Leute ausgewählt, die Briefe zu transportieren. Meist wollten diese sowieso in eine andere Stadt, um Handel zu betreiben. Allmählich bildeten sich richtige Postnetze, wie die Metzgerpost. Die Metzger nahmen die Briefe gegen Gebühren entgegen und gingen dann von Dorf zu Dorf. Die Post ist da! Yay! Die kaiserliche Post wurde besonders gut bewahrt. Dabei garantierte die sogenannte Turn- und Taxis eine besonders schnelle Lieferung, auch zwischen verschiedenen Ländern. Etwa zur gleichen Zeit lebte ein kluger Mann, er hieß Gutenberg. Ursprünglich arbeitete er in einer Fabrik, aber er wollte Größeres erschaffen. So verbesserte er das Druckverfahren, indem er es verschnellerte. Damals war es nämlich äußerst schwierig, Schriften zu drucken. Man musste alles erst einmal in Holz schnitzen, damit es dann wie ein Stempel mit Farbe bedeckt und auf Papier gedrückt werden konnte. Gutenberg war das zu umständlich. Er erfand deshalb ein Druckverfahren mit beweglichen Lettern. Die Schriften konnten so viel leichter gedruckt werden. Die ersten so gedruckten Bücher erregten großes Erstaunen, waren aber noch sehr teuer. Dennoch konnten dadurch viel mehr Schriften gedruckt und vor allem verbreitet werden. Das kam vor allem der damaligen Bewegung zugute. Ein Mann namens Luther stiftete damals sehr viel Unruhe. Die Kirche hat Unrecht. Nein, die Menschen glauben das alles. Das ist falsch. Ich werde sie aufklären. Durch die neue Art der Verbreitung konnte Luther seine Schriften viel besser an die Öffentlichkeit bringen. Eine neue Zeit voll Reformen und Konflikten, aber auch Veränderungen und Erfindungen trat ein. Circa 50 Jahre später wurde im Norden Italiens ein Junge geboren, der die Welt auf den Kopf stellte. Papa, Papa, wenn ich groß bin, werde ich mal ein berühmter Seefahrer sein. Und ich werde einen neuen Seeweg nach Indien finden. Sein Vater blickte ihn stolz an. Ach, mein Sohn, du hast ja außerordentliche Fantasien. Ich unterstütze deine Ideen, auch wenn ich mir sicher bin, dass dies kein einfaches Abenteuer sein wird. Ich glaube ganz fest daran. Bis ich groß genug bin, werde ich üben, üben, üben. Bis ich bereit bin, einen so langen Weg auf See auf mich zu nehmen. Nach einigen Jahren, voll von den verschiedensten Berechnungen, sah sich Christoph bereit, vorzureisen. Nach vielen, vielen Tagen auf See verbrachte er eine Nacht schlaflos auf Deck. Puh, wir sind schon fast 3 Monate unterwegs. Meine Mannschaft ist total erschöpft. Unsere Vorräte gehen langsam aus. Bald werden wir nichts mehr zu essen oder trinken haben. Ey, Kapitän, Land in Sicht! Dieses Land, wie sich später herausstellte, war nicht Indien. Euch ist es heute bekannt als Amerika. Durch diese Entdeckung veränderte sich das gesamte Weltbild. Nicht nur das, auch eröffnete sich eine neue Tür des Austausches von Tieren und Pflanzen wie Mais oder Kartoffeln. Ohne diesen Austausch gäbe es zum Beispiel keine Cowboys, da die Pferde aus Europa stammten. Noch einmal 100 Jahre später kam es zu einer weiteren, erstaunlichen Entdeckung. Schaut mal in den Himmel. Was seht ihr? Am Tag die Sonne, nachts den Mond und die Sterne. Wenn ihr nun für längere Zeit den Himmel beobachtet, dann sieht es so aus, als würde sich die Sonne bewegen. Also ist es nur einmal logisch, wenn man sagt, dass die Sonne sich um die Erde dreht, oder? Ich sage falsch und da bin ich nicht die Einzige. Auch Nikolaus Kopernikus war dieser Meinung. Immerhin hat er das herausgefunden. Früher haben nämlich alle Menschen daran geglaubt, dass die Erde das Zentrum des ganzen Universums sei. Ein Leben lang denken, dass man der Mittelpunkt von allem sei und dann kommt so ein Mann und sagt, nö, die Sonne steht im Mittelpunkt. Diese Aussage hat viele in Erstaunen versetzt. Die Welt, die sie kannten, hat sich verändert und einige wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Jedoch eröffnete diese Erkenntnis die Tore zu weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und jetzt seid ihr dran. Im Kindermuseum könnt ihr auch kleine Entdecker sein und von euren großen Abenteuern träumen.